Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Er solle lieber auf Experten hören, sagt Elisabeth Köstinger, die Tourismusministerin. Sein eigener Stadtrat Peter Hacker sagt hingegen, wir spielen jetzt eine Infektionslotterie statt einer Impflotterie. Und die meisten Experten sind ebenfalls skeptisch, was die rasant schnellen Öffnungen ab morgen in Österreich angeht. Und damit guten Abend zu den Interviews des Tages mit mir, Isabel Daniel, und ich freue mich als ersten Gast heute Wiens Bürgermeister Michael Ludwig per Zuschaltung aus dem Wiener Rathaus begrüßen zu können. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Grüß Gott und schönen guten Tag. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, die Tourismusministerin empfiehlt Ihnen Experten, also auf Experten zu hören. Sie bleiben dabei, dass in Wien zunächst weiter der vorsichtigere Weg gefahren wird, um zum Beispiel, wenn morgen im restlichen Land von 2G auf 3G umgeschaltet wird, dass in Wien weiter 2G in der Gastronomie gilt. Warum? Ja, Wien geht einen sehr konsequenten Weg, gerade deshalb, weil wir auf Expertinnen und Experten hören und weil es derzeit noch eine unsichere Situation gibt. Die Öffnungsschritte der Bundesregierung sind gerade an einem Tag verlautbart worden, wo wir besonders hohe Infektionszahlen in Österreich gehabt haben und wo auch die Spitalsbelegungen auf den Normalstationen sehr hoch sind. Gleichzeitig haben wir auch die Situation in den Spitälern, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder selbst erkrankt sind oder in Quarantäne sind und dass die Pro-Kopf-Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Spitälern, Krankenhäusern eine besonders hohe und intensive ist. Und ich habe größten Respekt vor den Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, bei den Ärzteteams genauso wie bei den Pflegerinnen und Pflegern. Und man muss sehen, dass es nach wie vor in den Spitälern eine sehr angespannte Situation gibt und es in weiten Teilen Österreichs so ist, dass nicht lebensnotwendige Operationen zeitlich verschoben werden müssen oder nicht durchgeführt werden können. Das heißt, man muss die Situation in den Spitälern immer sehen, was die Corona-Patienten betrifft, aber auch was andere Krankheitsbilder betrifft. Und von daher kann ich noch keine Entwarnung geben, was die Spitäler betrifft. Und es wäre sinnvoll, noch einige Tage, vielleicht Wochen zuzuwarten, um so weitreichende Öffnungsschritte zu setzen, wie sie derzeit von Seiten des Bundes angekündigt sind. Aber wie erklären Sie sich dann, dass Bundeskanzler Karl Nehammer, auch der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sowohl beim Gipfel als auch bei der Pressekonferenz danach erklärt haben, die Prognosen und die Daten würden in die Richtung gehen, dass die Situation entspannt genug sei, um eben diese Lockerungen zu machen? Ja, prinzipiell sind wir ja auch in Wien dafür, dass man schrittweise Lockerungen durchführen kann. Also wir sind ja nicht der Meinung, dass man jetzt auf alle Ewigkeiten Rahmenbedingungen aufrechterhalten soll. Ich glaube nur, dass es vernünftig ist, das schrittweise zu tun und vor allem bestimmte Dinge, an die sich die Bevölkerung schon gewöhnt hat, weiter einige Wochen noch umzusetzen, um zu schauen, in welche Richtung sich die Entwicklung zeigt. Das beziehe ich beispielsweise auf das Tragen von Masken. Und es ist mir nicht einsichtig, warum man beibehält die FFP2-Maskenpflicht im Supermarkt, in der Apotheke, aber im Geschäft daneben, wenn man sich die Schuhe kauft, ist dann keine Maskenpflicht und man sich dort offensichtlich ungefährdet anstecken kann. Und von daher ist es wichtig, deutlich zu machen, dass es darum geht, die Spitäler zu schützen. Aber es muss einem bewusst sein, dass man die Wirtschaft schützen muss. Denn Menschen, die sich infizieren und in die Quarantäne gehen müssen, fallen natürlich am Arbeitsmarkt aus, am Wirtschaftsstandort aus. Und ich finde, in der Politik hat man die Verantwortung, betriebswirtschaftlich zu denken, aber auch volkswirtschaftlich. Und die Milchmädchenrechnungen, die derzeit im Umlauf sind, was auch die Kosten für die Behandlung, aber auch vor allem für die Testformate erstellt werden, lassen gerade diese volkswirtschaftliche Perspektive völlig außer Acht. Und von daher bin ich der Meinung,
Einen konsequenten, kontinuierlichen Weg gehen ist besser als eine Hyhot-Politik, alles aufsperren und dann vielleicht etwas später wieder alles im Rahmen eines Lockdowns wieder zusperren zu müssen. Ich glaube, wir sind in Wien gut gefahren mit diesem konsequenten Weg und wir können statistisch nachweisen, dass dieser konsequente Weg nicht nur Menschen gerettet hat, sondern auch den Wirtschaftsstandort dadurch gestärkt hat, dass viele Zehntausende Menschen nicht in Quarantäne gehen mussten. Bevor wir dann noch auf die derzeitige Welle kommen, Sie haben es jetzt angesprochen, die Tests. Da gab es ja durchaus auch einen Konflikt bei diesem Gipfel zwischen dem Gesundheitsminister und Ihnen, aber es ist auch die Position der ÖVP, also von Schwarz-Grün. Die wollen die Gratis-Tests, die Gratis-PCR-Tests per Ende des Monats auslaufen lassen und offenbar nur noch sehr gezielt testen. Sie sind dagegen, vielleicht können Sie uns erklären, warum Sie da dagegen sind? Also man muss zum einen einmal festhalten, warum es diese Tests überhaupt gibt. Und zwar ist es ja nicht ein Hobby der Stadt Wien, sondern der Bund, der Gesundheitsminister, der ja verantwortlich ist, vor allem verantwortlich ist im Rahmen der Bundesregierung für die Bekämpfung der Pandemie, die Bundesländer beauftragt hat, ein Testformat zu erstellen, im Idealfall mit PCR-Tests, weil die genauere Möglichkeiten abbilden können. Wir haben das in Wien ernst genommen und haben das auch getan. Und wir haben mit der Aktion Alles googelt ein System entwickelt, gemeinsam mit Universitäten, mit wissenschaftlichen Einrichtungen, aber auch gemeinsam mit den Sozialpartnern, ganz besonders mit der Wirtschaftskammer Wien, die hier sich sehr stark eingebracht hat, dass Alles googelt ein System geworden ist, das mehrere Vorteile hat. Zum einen können wir sehr schnell Infizierte aus der Infektionskette herausnehmen. Zum zweiten haben wir einen sehr guten Überblick gewinnen können über die Veränderung des Virus, über die Mutationen, über die Verbreitung. Und wir waren in Wien besser informiert über diese Veränderung des Virus als viele andere Teile in Österreich, aber darüber hinaus in Europa. Und zum Dritten ist etwas sehr ernst zu nehmen, dass wir jetzt Medikamente haben, wo wir Infizierte sehr frühzeitig vor einem schweren Verlauf bewahren können. Dazu müssen wir aber wissen, wann Menschen infiziert sind, und zwar möglichst frühzeitig, damit wir ihnen mit diesen Medikamenten helfen können. Das wird man nur durch einen Test erfahren. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo die Menschen noch nicht einen starken Verlauf haben, also nicht längere Zeit infiziert sind. Und das sind Gründe, die uns in Wien dazu veranlassen, darauf hinzuweisen, dass man nicht ein gut funktionierendes System abschaffen soll, wenn man keine glaubwürdige Alternative auf den Tisch legen kann. Und wir alle wissen nicht, niemand weiß das, ob nicht im Herbst eine neue Welle kommt. Niemand weiß, ob nicht noch vor dem Sommer ein neuer Anstieg zu verzeichnen ist. Und es ist schwer, ein System, wo über 1000 Menschen beschäftigt sind, wo man hunderttausende Menschen täglich testet, und zwar nicht nur aus Wien, sondern in der gesamten Ostregion Österreichs. Viele Betriebe, die sich hier auch in anderen Bundesländern mit eingeklinkt haben, dass man dieses System beendet, ohne, wie gesagt, eine glaubwürdige Alternative präsentieren zu können. Und von daher gehe ich davon aus, dass es in den nächsten Tagen noch intensive Gespräche zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern, aber auch den Sozialpartnern geben muss. Denn ich möchte auf einen Punkt aufmerksam machen, der noch in der Diskussion wenig beleuchtet worden ist. Es gibt eine Fürsorgepflicht der Arbeitgeber gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wenn man jetzt alles öffnet, 3G abschafft, kostenfreie Tests abschafft, wird sich die Frage stellen, wie die Betriebe sicherstellen, dass am Arbeitsplatz ein sicherer Rahmen vorherrscht. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass jetzt von Seiten der öffentlichen Hand, von Seiten des Bundes, diese Verantwortung an die Betriebe delegiert wird und es in der Verantwortung der Arbeitgeber dann liegt, hier entsprechende Maßnahmen zu setzen. Und da bin ich der Meinung, dass wir eine Gesamtverantwortung in der Politik haben, auch gegenüber der Wirtschaft, gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, gegenüber den Menschen in unserer Gesellschaft, dass wir hier Rahmenbedingungen schaffen, um sie vor Infektionen zu schützen, vor Krankheitsverläufen und in schlimmsten Fällen auch vor dem Tod zu schützen. Das ist ein guter Punkt, weil an sich, das ist, glaube ich, haben viele übersehen. Am 5. März wird auch 3G
am Arbeitsplatz fallen, außer in Pflegeheimen und alten Betreuungssettings. Und da haben mir jetzt schon viele geschrieben, was machen die zum Beispiel, wenn sie Verwandte haben in Pflegeheimen, wenn sie ältere oder kranke Menschen betreuen, müssen sie sich das dann selbst finanzieren? Das können sie teilweise gar nicht. Hat Ihnen da der Gesundheitsminister oder der Kanzler gesagt, wie die sich das vorstellen? Nein, also ich glaube, da gibt es auch noch keine Überlegungen. Ich habe gestern in einem Interview vom Herrn Gesundheitsminister gehört, dass auch die Kosten der Tests vom Anbieter abhängig gemacht werden sollen. Das heißt, es wird je nachdem, wie die Teststruktur ausschaut, dann unterschiedliche Preise offensichtlich geben. Es wird gesprochen von 50 Euro aufwärts. Also von daher kann man sich vorstellen, dass viele Menschen natürlich verzichten werden auf Tests, auch aus wirtschaftlichen, sozialen, finanziellen Gründen. Und dass natürlich die Gefahr in sich birgt, dass Menschen, die infiziert sind, diese Infektion auch weitertragen. Und wie gesagt, da ist das nicht nur mit individuellen Nachteilen verbunden und individuellen Leid, sondern das wird sich auch negativ auf die Volkswirtschaft auswirken, wenn Menschen andere anstecken am Arbeitsplatz und man damit rechnen muss, dass dann Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem größeren Ausmaß ausfallen. Tatsächlich war ja im November die Delta-Welle in Wien geringer als in anderen Bundesländern, hatte offenbar auch einiges eben mit der Teststruktur zu tun. Da sagen aber jetzt viele Wiener, haben mich gefragt, aber warum zahlt das dann nicht die Stadt einfach? Ja, zum einen, weil ja die Teststruktur österreichweit im Auftrag des Bundes erfolgt und die Bekämpfung der Pandemie eine Angelegenheit des Bundes ist. Und man kann sich von Seiten des Bundes nicht immer dann den Aufgaben entledigen, wenn einem das in den Kram passt, sondern da gibt es eben eine Bundesverfassung, die das regelt, einen Finanzausgleich, die das regelt. Und von daher, wenn der Bund der Meinung ist, dass sie in der Lage sind, das preiswerter oder effizienter zu organisieren, dann soll mir das recht sein. Die bisherige Performance macht mich da eher nicht sehr optimistisch, dass es gelingt, ein besseres System zu entwickeln, als alles gurgelt ist in Wien. Aber ich bin ein optimistischer Mensch und blicke mit großer Zuversicht entgegen, dass es dann möglich sein wird, vom Gesundheitsministerium ein effizienteres System aufzustellen. Bis jetzt beobachte ich halt nur, dass es in vielen anderen Teilen Österreichs höhere Kosten gibt. Bei uns in Wien kostet ein Test 6 Euro, also verursacht Kosten in dieser Höhe, in anderen Bereichen 25 Euro und mehr. Also von daher haben wir ja durch eine intensive Ausschreibung, die wir sehr streng ausgelegt haben, die Preise stark gesenkt. Wenn man davon abgeht, wird man in Kauf nehmen müssen, dass das, der Stückpreis höher ist und dass das vor allem delegiert wird an die einzelnen Personen mit den entsprechenden wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen. Aber ich möchte vielleicht nur mit zwei Zahlen noch ein wenig die Argumentation während der Delta-Variante und was das Testen in Wien derzeit gebracht hat, bringen. In der Zeit von Oktober bis Dezember haben wir berechnet, haben wir durch das intensive Testen in etwa 40.000 Menschen vor einer Infektion bewahren können und wahrscheinlich insgesamt 60.000 Quarantänetage verhindern können. Also von daher ist das auch ein wichtiger Beitrag, um die Wirtschaftsleistung unseres Landes aufrechtzuerhalten. Es hat ja in den letzten Wochen ziemlich viele Berichte in Deutschland gegeben über das Wiener Testsystem. Da wurde ja auch festgestellt, Wien testet so viel wie ganz Deutschland, teilweise mehr. Da gab es durchaus Anerkennung von ZDF, von ARD, von Tageszeitungen in Deutschland. Glauben Sie, dass das vielleicht bei Türkis-Grün nicht so gut angekommen ist? Ja, ich freue mich immer, dass wir große internationale Anerkennung finden und ich wäre froh, wenn wir, sagen wir, im eigenen Land immer eine ähnliche Zustimmung finden würden. Aber von daher orientiere ich mich ja immer, was ist gut für die Bevölkerung. Das hat sich gezeigt, dass das gut ist für die Menschen, gut ist für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und von daher bin ich überzeugt, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen die Bundesregierung überzeugen können, dass sie entweder ein besseres System machen oder zumindest
zumindest zu einem größeren Teil dieses System beibehalten. Denn wenn man das jetzt beendet, werden wir natürlich gezwungen sein, alle Verträge aufzulösen mit den Standorten, mit den über 1000 Beschäftigten und das dann auf Knopfdruck im Herbst oder vielleicht auch vor dem Sommer wieder neu in Gang zu setzen, wird schwierig bis unmöglich sein. Kommen wir noch zu der aktuellen Welle und da sind sich eigentlich die meisten Experten einig, dass die Welle noch im Gang ist. Also wir sind derzeit in einer Seitwärtsbewegung, aber wir haben den Höhepunkt eben noch nicht überschritten, dass wir die Welle gebrochen haben. Sie bleiben deswegen jetzt noch bei 2G, das löst aber natürlich einige Kritik der Gastronomie in Wien aus. Wie wollen Sie die überzeugen, dass das derzeit noch der richtige Weg ist? Naja, vor allem mit dem Hinweis, dass viele Menschen, die in die gastronomischen Einrichtungen gingen, ins Café, zum Wirten, ins Restaurant, gerne dorthin gehen, wenn sie wissen, dass es einen sicheren Raum darstellt. Und ich kenne viele Menschen, die sagen, ich gehe dann in ein Wirtshaus, wenn ich sicher sein kann, dass ich mich dort nicht anstecken tue. Also ich glaube, das, was bei kurzfristiger Betrachtung immer in die Diskussion gebracht wird, so quasi, es gehen mehr Menschen, wenn jetzt auch die Ungeimpften in die Lokale gehen können, übersieht, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ja, dann gehe ich nicht in ein Wirtshaus, wenn ich damit rechnen muss, dass am Nebentisch vielleicht ein Ungeimpfter sitzt, der mich anstecken kann. Also von daher ist beides in Rechnung zu stellen. Die Zahlen, die derzeit kursieren, sind ein bisschen aus der Luft gegriffen, denn wenn ich höre von einem Vertreter der Gastronomie, dass das Einbrüche um 30% bedeuten würde, frage ich mich, welche Menschen das sein sollen, wenn bereits mehr als 86% geimpft sind oder genesen sind in Wien, werden ja die verbleibenden 14% nicht für 30% der Umsätze verantwortlich sein. Also von daher würde ich mir wünschen, weniger Polemik und mehr zielgerichtete Diskussionen. Es geht uns allen darum, dass wir die Gesundheit der Menschen bewahren, aber auch den Wirtschaftsstandort stärken. Niemand macht solche Maßnahmen, um irgendwem zu schaden. Es geht darum, dass auch die Wirtschaft gut durch die Krise kommt. Und ich glaube, wir haben in Wien bewiesen, dass das Miteinander zwischen der Stadt Wien und der Wiener Wirtschaft sehr gut funktioniert. Und wie werden Sie ab dem 5. März in Wien vorgehen? 5. März ist der Stichtag, an dem zumindest derzeit gilt, dass de facto überall gelockert wird oder alle Maßnahmen aufgehoben werden, außer für die hochvulnerablen Gruppen, also die Hochrisikogruppen. Ja, wir alle wünschen uns auch in Wien, dass wir vieles oder alles öffnen können. Man muss das nur mit Augenmaß durchführen. Und zum jetzigen Zeitpunkt würde ich glauben, dass die Entwicklung einer solchen Prognose, 5. März, alles offen, dass das zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht ist. Das heißt nicht, dass wir dagegen sind. Aber ich glaube, man sollte die Zeit noch nützen, genau zu beobachten, in welche Richtung sich die Kurve entwickeln wird. Und ich gebe vielleicht noch einen Hinweis, den man bedenken sollte. Wir sehen natürlich ein Abflachen der Kurve in den Semesterferien. Wien, Niederösterreich hat die Semesterferien schon hinter sich gebracht und es ist genau das eingetreten, was wir prognostizieren haben. Nach Rückkehr der Reisewilligen und nach Öffnen der Schule sind die Zahlen der Infizierten und auch die Spitalsbelegungen wieder gestiegen. Es haben jetzt andere Bundesländer derzeit Semesterferien. Es gibt noch Semesterferien mit den entsprechenden Auswirkungen, wie ich annehme. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sich die Entwicklung innerhalb Österreichs differenziert darstellt. Aber in Summe habe ich den Eindruck, dass der 5. März insgesamt etwas verfrüht ist, um alle zu öffnen. Und wie gesagt, wir tragen ja einen Großteil der Maßnahmen der Bundesregierung mit in Wien. Einige wenige wollen wir noch eine Zeit lang verlängern. Nicht aus Bestem oder weil wir sagen, in Wien muss alles anders sein, sondern weil wir eben glauben, dass der 5. März für alles verfrüht ist und wir wissensbasiert Schritt um Schritt setzen sollten und vielleicht einige Wochen länger in manchen Bereichen verharren sollten, um dann ein gutes Gesamtergebnis zu erzielen. Die ÖVP kritisiert Sie für diesen eigenen Wiener Weg, vor allem Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Wie antworten Sie ihr? Naja, ich glaube, Wien ist ihr Lieblingsbundesland, wenn ich die Anzahl ihrer Äußerungen in den letzten 2 Jahren registrieren kann. Und von daher waren Ihre Einschätzungen in den letzten 2 Jahren nicht richtig. Also von daher gehe ich davon aus, dass wir das interessiert zur Kenntnis nehmen, aber es wird zu keiner Verhaltensänderung in Wien führen.
Gut, eine Frage, die noch offen ist und derzeit die Politik natürlich beschäftigt ist, was passiert jetzt eigentlich mit der Impfpflicht? Da hat die Regierung jetzt eine neuerliche Kommission eingesetzt, also das ist die jüngste Kommission nach Gecko, die jetzt darüber befinden soll, ob es die Impfpflicht in der Form, wie sie erst vor 10 Tagen beschlossen wurde, geben soll oder nicht geben soll, ob sie sanktioniert wird oder nicht sanktioniert wird. Jetzt gibt es ein paar Landeshauptleute, also Kollegen von Ihnen, der ÖVP, aber auch der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Doskozil, die gemeint haben, man müsse die Impfpflicht aussetzen. Wo stehen Sie da und was glauben Sie wieder, was da für eine Entscheidung auf uns zukommt? Ja, es wundert mich nicht, dass Teile der Bevölkerung irritiert sind, denn wenn man gleichzeitig nach intensiven, monatelangen Diskussionen auf parlamentarischer Ebene mit mehr als 80% eine Impfpflicht beschließt, damit wenige Tage später gerade jene, die die Impfpflicht massiv gefordert haben in Österreich, ich war ja am Beginn kein Unterstützer der Impfpflicht. Das war ja ein Kompromiss langer Verhandlungen. Wenn aber dieselben dann eine Abschaffung der Impfpflicht verlangen, verstehe ich, dass Teile der Bevölkerung irritiert sind oder dass sie nicht einen klaren, konsequenten Weg erkennen können. Und es sind natürlich auch Signale, die sich zum Teil widersprechen. Denn wenn man eine Impfpflicht einführt, gleichzeitig 3G macht, wo man dann als Nicht-Geimpfter ohnehin wieder alle Einrichtungen mit einem Test besuchen kann, konterkariert man eigentlich die eigene Zielrichtung. Und wir sehen das ja auch bei der Anzahl der Impfungen pro Tag, dass sich die nicht hinaufbewegen. Ganz im Gegenteil, wir haben so wenig Impfungen wie schon seit langem nicht. Also von daher verstehe ich, dass es Irritationen in der Bevölkerung gibt und es wäre sinnvoller, hier zu einem klaren Weg zu finden. Ich war immer dafür, dass man in der Pandemie auch über die Parteigrenzen hinweg an einem Strang zieht und diese Spielchen, die üblich sind, hintanstellt, bis wir gut durch die Krise gekommen sind. Und manchmal hat man den Eindruck, dass vieles aus politischen Gründen entschieden wird und nicht wissensbasiert. Ich würde mir wünschen, wenn man sich hier stärker an den Meinungen der Expertinnen und Experten orientiert. Da komme ich schon zum Abschluss. Da haben Sie mir ein gutes Stichwort gegeben, weil sehr viele Politikbeobachter, aber auch die politische Konkurrenz der Regierung ist der Meinung, dass sowohl das Öffnungsdatum, also der 5. März, als auch die Überlegung, die Impfpflicht auszusetzen, sehr viel mit Meinungsumfragen zu tun habe. Die SPÖ hat in der letzten Umfrage die ÖVP überholt und mit dem Korruptionsausschuss. Sie als Politprofi, vermuten Sie auch, dass diese letzten Entscheidungen etwas damit zu tun haben könnten und weniger mit Experteneinschätzungen? Also wenn ich die Äußerungen der allermeisten Expertinnen und Experten deute, sind die mit diesem Datum der Eröffnung nicht sehr einverstanden oder würden empfehlen, noch etwas zuzuwarten. Also kann die Vermutung durchaus naheliegen, dass es über die Meinung der Wissenschaft hinausgehende Sichtweisen gibt. Und von daher ist das ein Grund. Ein anderer kann natürlich sein, dass Bewegungen und Parteien wie die MFG offensichtlich in Meinungsumfragen eine größere Rolle spielen und man glaubt, gegen diese Parteien mit den Maßnahmen auftreten zu können. Ich glaube genau das Gegenteil. Ich glaube, dass man durch diese Unsicherheit, die man verbreitet, gerade jenen Gruppen Vorschub leistet, die mit diesem einen Thema versuchen, politisch zu reüssieren. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, ein konsequenter Weg, den die Politik beschreitet, über Parteigrenzen hinweg, wäre gerade in der Krise der sinnvolle Weg. Gut, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch, Herr Bürgermeister. Schönen guten Abend. Dankeschön, alles Gute. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und nach Wiens Bürgermeister kommt dann Tourismusministerin Elisabeth Köstinger dran, die so gar kein Verständnis für den Wiener Weg hat. Und was sie zu den Experten sagt, hören Sie gleich, bleiben Sie dran.